Wenn wir eine Sternschnuppe sehen, freuen wir uns und glauben, wir hätten einen Wunsch frei. Aber was ist, wenn so ein Brocken einmal nicht in der Atmosphäre verglüht, sondern uns aufs Dach fällt? So wie 1954 in Alabama. Da hat sie noch Glück gehabt. Die Angst, der Himmel könnte uns irgendwann auf den Kopf fallen, sitzt tief. Noch 1910, als der Halleysche Komet mal wieder an der Erde vorbeiflog, befürchteten manche das Ende der Welt. Dazu bestand kein Grund. Aber mal im Ernst. Was, ja was, wenn mal wirklich so ein Brocken aus dem All auf die Erde stürzt? Hatten wir bisher einfach Glück? Il est possible que dans l'avenir, on va détecter un objet qu'on connaissait pas avant, qui pourrait menacer la Terre. It's happened to the dinosaurs, it could happen to us. Sind wir eigentlich vorbereitet, unseren einzigartigen Planeten zu verteidigen? Wenn wir zum Mond hinaufblicken, ist offensichtlich, da oben sind in den letzten 4,5 Milliarden Jahren einige Asteroiden eingeschlagen. Heute ist das Mondgesicht pockennarbig. Es wächst ja kein Gras darüber. Eine künstliche Intelligenz hat kürzlich 117.200 Krater gezählt. Und das sind nur die großen. Werden wir auf der Erde seltener von Asteroiden getroffen als der Mond? It's estimated that we may on the moon may be hit as many as 25 times on one side of the moon every year. That would form a crater maybe about 10 meters across. So the moon's being hit all the time. Our advantages, we have the atmosphere. Diese dünne Hülle aus Stickstoff und Sauerstoff schützt uns also. In ihr verglühen die meisten Objekte aus dem All, bevor sie größeren Schaden anrichten können. Am Ende bleibt kaum mehr als ein kurzer Leuchtstreifen, genannt Sternschnuppe, und himmlischer Staub. 15.000 Tonnen außerirdischen Materials prasseln im Laufe eines Jahres auf unseren Planeten ein. 8.800 Tonnen davon erreichen den Boden. Das haben Forschende aus Frankreich durch Messungen in der Arktis ermittelt. 8.800 Tonnen. Das ist die Lademenge von 147 Güterwaggons. Das meiste stammt von Mikrometeoriten und Kometenstaub. So gibt es immer ausreichend himmlischen Nachschub für das Sandmännchen. Doch was ist mit den größeren Brocken? Die, die nicht auf Staubkorngröße verglühen. Wie gefährlich sind die für das Leben auf der Erde? Es gibt etliche Beweise dafür, dass wir doch immer wieder von Objekten aus dem All getroffen werden. Etwa in der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. Ins Leben gerufen von, nein, nicht diesem Herrn, sondern von Kaiser Franz dem I. Meteoriten übrigens sind Asteroiden, die es bis zum Erdboden geschafft haben. Seit es so viele Kameras und das Internet gibt, entstehen auch immer mehr Bilder von ihnen. Fast so, als wäre das etwas Alltägliches. Ihr Weg durch die Atmosphäre dauert nur wenige Sekunden. Aber die meisten Asteroiden verglühen dabei. So wie dieser, dessen Verglühen, wie so oft, zufällig aufgenommen wurde. Die Atmosphäre hat ihn abgewehrt. Donc l'astéroïde va rentrer dans l'atmosphère avec sa vitesse initiale. Donc on est dans l'ordre de quelques dizaines de kilomètres par seconde, 10, 20, 25 kilomètres, 30 kilomètres par seconde. Il va être freiné dans l'atmosphère. Donc avec cette interaction, cette ionisation de l'atmosphère, on va observer un bolide qui va rester allumé jusqu'à au moins 20 kilomètres d'altitude. Doch was, wenn der Asteroid zu groß ist, um zu verglühen? Wie der Meteorit, der im November 1954 ein Hausdach in Alabama durchschlägt, vom Bücherregal abprallt und die linke Hüfte von Anne Hodges trifft.
Im Oktober 1992 durchschlägt ein Meteorit den Kofferraum eines Chevrolet in Peekskill im US-Bundesstaat New York. Und 2021 landet ein Meteorit in Alberta direkt neben Ruth Hamilton in ihrem Bett. Dass uns eher selten etwas auf den Kopf fällt, liegt auch daran, dass unser Planet zu über 70% mit Wasser bedeckt ist. Und die Hälfte der Menschheit drängt sich wiederum auf nur 1% der Landfläche. Die meisten Objekte fallen deshalb ins Wasser oder auf unbewohntes Gebiet. Alles Paletti also? Eine Nummer größer war der Meteorit, der diesen Krater hinterlassen hat. Es ist nicht überliefert, ob von seinem Einschlag vor 50.000 Jahren auch Menschen betroffen waren. Was als stummer Zeuge geblieben ist? Eine Wunde in der Erdkruste. 180 Meter tief, Durchmesser 1,2 Kilometer. Doch so beeindruckend der Meteor Crater in Arizona auch sein mag, er lässt kaum erahnen, was damals hier los war. Ein so großer Einschlag wurde noch nie von einer Kamera dokumentiert, dafür aber in zahlreichen Katastrophenfilmen visualisiert. Der Film Greenland von Rick Roman Woe aus dem Jahr 2020 stellt einen massiven Einschlag und seine möglichen Folgen so wissenschaftlich korrekt dar, wie wohl kein Film vor ihm. Oh mein Gott! Pow! This intense heat, it would just light up the sky. It would be like having the sun on the surface of the earth. Then you would see this giant plume rise. Out of the earth would come this curtain of material, and it would start advancing. It would send a shockwave out to distances of perhaps about 10 kilometers away. There would be tremendous heat generated by that. It's that whole region around, probably out to about 10, 20 kilometers across, or away from the crater. Would be the devastation zone. Was kann so eine Katastrophe auslösen? Ici, nous avons un fragment de l'astéroïde qui a formé le météore cratère. L'astéroïde lui-même faisait 50 mètres de diamètre, beaucoup plus grand que cette pièce. Bitte, nur 50 Meter? Damit wäre er ja kaum größer als der Triumphbogen in Paris. So ein kleiner Asteroid soll dieses kilometergroße Loch gerissen und noch in 20 Kilometern kein Sandkorn auf dem anderen gelassen haben? Die Energie, die in solchen extrem schnellen Objekten steckt, wird am NASA Ames Research Center analysiert. Mit einer Anlage, die noch aus der Zeit der Apollo-Mondmissionen stammt. Eine riesige Kanone. Die Objekte im schrägen Winkel ins Innere dieser Kammer schießt. Eine 5 mm kleine Eisenkugel soll den Asteroiden simulieren. So just imagine this little tiny baby. Imagine this is being a 50 meter diameter asteroid. And so watch what happens. All that makes is this tiny little crater. But if we add speed, then we get something much larger, humongous. Die NASA-Kanone wird die Kugel auf 6 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Dreimal so schnell wie eine Gewehrkugel. Und immer noch fünfmal langsamer als die meisten Meteoriten, die mit 25 Kilometern pro Sekunde einschlagen können. Whoa! Oh yeah. Oh my gosh. Mit Hochgeschwindigkeitskameras wird die Wucht des Einschlags sichtbar. Ihr erinnert euch an den computeranimierten Einschlag aus dem Spielfilm vorhin? Greenland? Das hier ist die Miniaturversion. Aber in echt. This shows you the effect of something very small going very fast. Just imagine if you were standing over here watching that wall of ejecta coming down across you. You know, you would just be continuously pummeled with stuff hitting you. It's a scary prospect. So ein Einschlag ist vergleichbar mit der Explosion von Atombomben. Die erste Hitzewelle bringt den Lack auf Fahrzeugen zum Verdampfen. Dann folgen die Druckwelle und mörderische Winde. Und je größer der Asteroid,
desto weiter reichen die Folgen. Wenn diese Knochen reden könnten, sie würden uns eine noch dramatischere Geschichte erzählen. Der prähistorische Teil des Wiener Naturkundemuseums ist eigentlich ein Friedhof der Opfer eines Asteroideneinschlages vor 66 Millionen Jahren. Dans le cadre du Chicxulub, donc le cratère qui a résulté à l'extinction des dinosaures et de 75% d'autres espèces animales et végétales qui étaient présentes sur Terre à ce moment-là, il faut s'imaginer en termes de milliards de bombes d'Hiroshima qui, en termes d'énergie, qui ont été libérées lors de cet impact. There would have been a sequence of events, first with a very hot plasma traveling across the United States within just a couple seconds because it was going so quickly. Then it was followed by ejecta. It would have heated up the atmosphere so high that you could have gone through spontaneous combustion. Any biomass just would have turned to carbon. And that's still not the end. In fact, there would be hundreds of objects coming down from Chicxulub that would make a crater the size of Meteor Crater. I mean, this is a scene from hell. In der Folge schirmen feine Schwefelaerosole die Erde von der Sonneneinstrahlung ab. Nach dem anfänglichen Hitzeschock fallen deshalb die Temperaturen, selbst in den Tropen, unter den Gefrierpunkt. Innerhalb weniger Tage vollzieht sich ein katastrophaler globaler Klimawandel. Pflanzen gehen ein und der Tod wandert durch die Nahrungsketten. Nur kleine Tiere können Unterschlupf und im Anschluss genug zu fressen finden. Okay, das klingt jetzt alles schrecklich, aber die massive Vernichtung hatte langfristig auch eine gute Seite. Zumindest für uns. Denn 165 Millionen Jahre hatten die Saurier die Erde dominiert. Und nun bekamen die anpassungsfähigen Säugetiere ihre Chance. Aus kleinen Erdwühlern entwickelten sich in 66 Millionen Jahren solch süße Alpakas. Ja, und natürlich wir Menschen. Damit steht die Frage aber im Raum, kann uns das gleiche Schicksal treffen wie die Saurier? Statistisch soll ja alle 100 Millionen Jahre so ein Riesenasteroid auf der Erde einschlagen. À l'échelle humaine, quand même, les chances sont assez faibles. C'est des statistiques. Donc, quand on dit il y a 66 millions d'années, j'ai encore 34 millions d'années, d'accord, ça peut se produire bien sûr demain, comme ça peut se produire dans 50 millions d'années. Aber wenn er dann irgendwann mal auf uns zurast, woher kommt ein Asteroid eigentlich? Oh, oh no, okay. Les astéroïdes, c'est des résidus de la formation du système solaire, donc qui s'est formé il y a 4,56 milliards d'années. Wie das bei kniffligen Bausätzen nämlich immer so ist, am Ende bleibt ein bisschen was übrig. So, we have everything, but we have all these leftovers. They're just sitting out here. Well, this is just like what happened when the Earth and the Moon formed. There were still pieces left after the origin of the solar system. These are the things that are filling up the space. And occasionally, they come right by the Earth. Il y en a des tout petits, mais les plus gros peuvent faire jusqu'à 900 kilomètres, jusqu'à presque 1000 kilomètres de diamètre. Und wie wahrscheinlich ist es, dass uns größere Teile dieses kosmischen Bauschutts treffen? Schon im 19. Jahrhundert gab es die sogenannte Himmelspolizei. Es war ein Zusammenschluss europäischer Sternwarten zur systematischen Suche nach unentdeckten Himmelskörpern. Und diese Polizei fand auch eine Handvoll von Asteroiden in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und nannte sie Pallas, Vesta, Ceres. Heute kennen wir 1,2 Millionen Objekte inklusive ihrer Flugbahnen. Und jeden Monat kommen einige tausend Entdeckungen hinzu. Heißt das also, wir sind umzingelt von kosmischen Trümmerteilen, die uns jederzeit treffen können? La plupart des astéroïdes se retrouvent entre Mars et Jupiter dans la ceinture principale. Einen Asteroidengürtel stellen wir uns so vor: Brocken an Brocken. Dank der unrealistischen Auslegung von Star Wars. Da muss Han Solo Slalom fliegen. They'd be crazy to follow us, wouldn't they?
C'est vrai qu'il y a des milliers et des milliers d'astéroïdes dans le ceinture principal, mais il y a aussi des très grandes distances entre les astéroïdes. Du coup, non, ce n'est pas nécessaire d'être un pilote expérimenté pour traverser la ceinture d'astéroïdes. Außerdem sind die Asteroiden weit entfernt. Schrumpfen wir die Sonne mal auf die Größe eines Golfballs, um das Ganze auf menschliche Maßstäbe herunterzubrechen und die Entfernungen und Größenverhältnisse besser zu verstehen. The solar system is big. Earth is here. If the Earth is here, we have the distance from the Earth to the Sun here. Mars is at this distance. And the asteroids, the main belt asteroids can be found here, centered on this white line at a great distance from the Earth. Der Asteroidengürtel liegt also noch hinter dem Mars, weit weg von uns. Jupiter läge im Mittelfeld, Uranus hinter der Torlinie und der äußerste Planet Neptun wäre außerhalb des Spielfeldes. In diesen Maßstäben gleicht es einem Wunder, dass wir überhaupt getroffen werden. Denn wir sind nur ein winziges Sandkorn in den Weiten des Sonnensystems. Und auch wenn abertausend Tonnen Material durch den Asteroidengürtel fliegen, so viel ist es dann doch nicht. Würde eine galaktische Müllabfuhr alle Objekte einsammeln und auf eine Deponie bringen, käme gerade mal 4% der Masse des Mondes zusammen. Und die Hälfte davon steckt in den vier größten Asteroiden: Ceres, Vesta, Pallas und Hygieia, die ihre festen Bahnen im Asteroidengürtel haben. Den Job der Himmelspolizei von damals übernehmen heute sowohl Profi- als auch Hobbyastronomen. Sie suchen rund um die Uhr nach Objekten, die sich anders bewegen als die Sterne. Vor allem Asteroiden von über einem Kilometer Größe, solche, die globale Auswirkungen hätten, sind inzwischen nahezu alle erfasst. Une fois détecté, on peut envoyer les coordonnées et les observations au Minor Planet Center aux États-Unis, et c'est là qu'ils vont regarder, ils vont voir est-ce que cet objet existe déjà. Et si l'objet existe, ils vont ajouter cette observation aux autres observations dans la base de données. Et si ça n'existe pas déjà, bah du coup, on va générer un nouveau objet dans la base de données. Fassen wir mal zusammen. Wir sind winzig klein. Der Asteroidengürtel ist ziemlich leer. Und die Entfernungen sind gigantisch. Gleichzeitig haben wir die meisten Objekte im Blick. Ist der drohende Weltuntergang damit in weiter Ferne? They may be far away right now, but you never know what's going to happen. Things do go bump the night. They also get perturbed by planets and other asteroids. And they can just fall out of their orbits by interactions, gravitational interactions. So that doesn't make me feel much better. Tja, und dann gibt es noch die rund 30.000 Asteroiden bei uns in der Gegend. There are these other objects called near-Earth objects that are asteroids that have been ejected from the main belt into the inner solar system and cross Earth's orbit. Unterschätzen wir heute die Gefahr, die von Asteroiden ausgeht? Vielleicht, weil die Erde die Beweise immer wieder verwischt? In the northern hemisphere, we've had glaciers that have come down. And they've simply swept the land clean. I think the estimates from what we find in Argentina tells us we may have underestimated the rate of impacts by about a factor of 5. If we're talking about a factor of 5, that means it may happen in the next 5 million, maybe the next 100,000 years. We don't know. That's statistics. Und es gibt dann noch ein Problem. Die Bedrohung kann auch aus Ecken kommen, die wir nicht im Blick haben, weil sie selbst für unsere Teleskope zu weit entfernt sind. In den eisigen Tiefen am äußeren Rand des Sonnensystems sind Kometen zu Hause, die eisigen Geschwister der Asteroiden. The comets come from several different places. One is outside of Neptune. Another one comes much farther out, called the Oort cloud. And these can come in at any, who knows what time. The ones that are way out there, we just don't know when they're going to come. Auf unser Fußballfeldmodell übertragen heißt das, diese Objekte sind so weit entfernt, dass sie selbst in diesem Maßstab nicht mal auf die Erde passen würden. Le nuage d'Oort est tellement loin qu'on n'est pas capable d'observer les objets qui se retrouvent là-bas. Du coup, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans cet endroit.
Et il se peut que de temps en temps, les objets qui se retrouvent dans le nuage d'Oort, ils quittent le nuage d'Oort pour venir vers le Soleil et vers l'intérieur du système solaire. Und wenn es irgendwann mal wieder soweit ist, was dann? When we start thinking about those types of asteroids that can be humanity changing, we need to be ready. Eine Idee, wie ein Asteroideneinschlag verhindert werden könnte, wurde 1998 in dem cineastischen Welterfolg Armageddon durchgespielt. Die Rettung unseres Planeten wurde ermöglicht von Bruce Willis, dem Space Shuttle und einer Atombombe. Wäre das also die Lösung? The object may not decide to blow up completely. It'll just have a whole bunch of pieces traveling together like buckshot, like a shotgun. That's not good. Wenn es Sprengen nicht ist, was ist dann die Lösung? In den letzten Jahren wurden mehrere Ansätze diskutiert. Man könnte ein Sonnensegel am Asteroiden anbringen. Über einen längeren Zeitraum würde der Sonnenwind den Kurs so weit verändern, dass der Brocken an der Erde vorbeizieht. Oder den Asteroiden an einer Seite mit reflektierender Farbe besprühen. Denn wenn die andere Seite dann von der Sonne stärker erwärmt wird, führt auch das zu einer Kursänderung. Oder man richtet gebündeltes Sonnenlicht auf den Asteroiden. Der Rückstoß des erhitzten Materials würde wie eine kleine Rakete wirken und die Bahn verändern. Doch all diese Ideen haben einen Nachteil. Wir sind noch lange nicht in der Lage, sie technisch umzusetzen. Par exemple, beaucoup de temps. Nous pouvons essayer une technique qui s'appelle l'attracteur gravitationnel. Ça consiste à lancer une sonde et on va garer cette sonde à côté d'un astéroïde. Et la force gravitationnelle, c'est faible, mais ça va suffire pour tirer l'astéroïde légèrement dans l'espace. Et ce petit mouvement va faire en sorte que l'astéroïde va rater la Terre. Par contre, attention, on peut utiliser cette méthode que si on a beaucoup d'années avant l'impact. Aber was, wenn wir nicht so viel Zeit haben? Nous savons comment construire une sonde pour faire un impacteur cinétique. Kinetischer Impaktor. Man könnte es auch Kamikaze-Sonde nennen. Der Plan, eine möglichst schwere Sonde rammt den Asteroiden mit voller Wucht. Das soll ihn dann wenigstens ein bisschen vom Kurs abbringen. Auf längere Sicht kämen ein paar tausend Kilometer Abweichung zusammen. Genug, um die Erde doch nicht zu treffen. Das hat die NASA im Herbst 2022 mit einer Sonde namens DART getestet. 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, sollte sie den Asteroiden Dimorphos treffen. La mission DART, c'est un peu comme si on lançait une fléchette d'une voiture en mouvement à Toulouse. On essaye de cibler un objet de la taille d'une pomme qui était sur le côté est des États-Unis. Donc c'est très loin, il faut avoir beaucoup de précision. Heureusement, la mission DART a un peu plus d'intelligence à bord qu'une simple fléchette. Aber welchen Einfluss kann eine kühlschrankgroße Sonde auf ein Objekt von der Größe der Cheops-Pyramide haben? Ein guter Grund, nochmal die Kanone rauszuholen. Kann diese kleine Kugel dieses Asteroidenmodell bewegen? Los geht's. Im Experiment schlägt die Kugel mit 21.000 Kilometer pro Stunde ein. That did damage. Die gleiche Geschwindigkeit, die auch die echte Sonde im All hat. Das reicht aus, um die Position des Asteroidenmodells zu beeinflussen. You can increase the momentum simply by the material that comes backwards. And that will give a little bit more of a push. And it'll amplify the momentum for what you might expect just from the transfer of the object hitting the asteroid. Hier die letzten Bilder der Sonde DART. Und hier die des Begleitsatelliten nach der Kollision. Wie bei unserem Kanonenschuss ist Material in alle Richtungen geschleudert und die Bahn des Asteroiden ändert sich. Grâce à la mission DART, nous avons aussi démontré
que si jamais un jour ça arrive, nous pouvons nous protéger. Im Film Armageddon ist die Strategie vor allem die Zerstörung, nicht der Kurswechsel, was in der Realität vermutlich alles andere als Beifall ausgelöst hätte. Egal wie, das Überleben der Menschheit abhängig zu machen von der Treffsicherheit eines Dartpfeils ist auch so eine Sache. Gibt es nicht noch eine andere Lösung? Eine, bei der nicht gegen, sondern mit Asteroiden gearbeitet wird? By mining asteroids, we develop these basic tools and knowledge of asteroids that really would advance our ability to move them when they become a identified hazard. Okay, Bergbau auf Asteroiden. Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? We're continually increasing our capability in space, and that just simply is reaching a tipping point where it looks more and more likely that that asteroid mining and other space-like activities or mining activities in space are going to happen very soon. There are people alive today who will likely see that happen. Tatsächlich kann man inzwischen sogar einen Master in Weltraumbergbau machen. Passenderweise an dieser Universität in Colorado, Heimat des zweiten amerikanischen Goldrauschs. Asteroiden sind als Bauschutt des Sonnensystems keinesfalls wertlos. In ihnen stecken jede Menge begehrte Rohstoffe wie Platin, Gold, Eisen und seltene Erden. Rohstoffe, die wir dringend auf der Erde brauchen, auch für die Energiewende. Etwa zur Herstellung von Solarzellen und Windrädern, aber natürlich auch für unsere geliebten Handys und Mikrochips. In einer nicht allzu fernen Zukunft werden wir auf Rohstoffe aus dem All angewiesen sein. Denn die Vorräte auf der Erde sind heute schon knapp. Die Umweltverschmutzung, die Bergbau mit sich bringt, wäre beim Rohstoffabbau im All weniger ein Problem. Tatsächlich könnte ein einzelner Asteroid, wie etwa 16 Psyche, mehr Gold und Platin enthalten, als jemals auf der Erde abgebaut wurde. I think the financial aspect and the commercial part of space is just a way to motivate people to go out and do something. Mit Asteroidenbergbau Geld zu machen, könnte die Raumfahrt schon bald verändern. So wie das Internet unsere Art zu kommunizieren revolutioniert hat. Toutes ces missions et éventuellement des missions de prospection géophysique qui vont venir plus tard vont nous aider à mieux comprendre ces objets, mieux défendre la planète. Parce que la meilleure connaissance que nous avons des propriétés physiques, le meilleur nous pouvons cibler la technique à utiliser pour le dévier. What might be considered is make that a policy that as a license to operate in space and mine asteroids, it's necessary for those entities to also contribute to the mitigation of the hazard. You know, by perhaps sharing their data, sharing their results, or sharing their methods. Especially where they could be used, reused or repurposed for mitigating the asteroid hazard. Und dann könnte es noch viel weiter gehen. In einer nicht allzu fernen Zukunft könnten uns die Rohstoffe der Asteroiden helfen, einen lang ersehnten Menschheitstraum zu erfüllen. Wir könnten den Mars oder andere Planeten besiedeln. Das mag im Augenblick unrealistisch klingen, aber seien wir mal ehrlich. Wir sind in den vergangenen 70 Jahren Raumfahrt doch schon ziemlich weit gekommen. Die Menschheit ist auf dem Mond gelandet. Wir können inzwischen Sonden zu Kometen und Asteroiden schicken, von dort Proben zur Erde holen oder sogar ihren Kurs beeinflussen. Mit unseren Teleskopen können wir fast bis an den Anfang des Universums zurückblicken. Warum sollte es also verrückt sein, Asteroiden nicht nur als Gefahr zu sehen, sondern vielmehr als wertvolle Ressource für unseren Planeten. Denn anders als die Dinosaurier, die kein Raumfahrtprogramm hatten, können wir etwas gegen die Bedrohung unternehmen. That's the way it works. If there's an economic benefit, it will get done. If it's just purely because you're curious, it's going to take a while. So, let's go mining.